Und die Identität der Sammler, die spielt natürlich dabei eine Rolle, aber sicherlich nicht die einzige Rolle, denn die haben sozusagen die ganze Geschichte natürlich zugrunde gelegt und haben wesentliche Werke uns da überlassen. Aber die Künstler, die nachher in der Sammlung sind und auch die Künstler, mit denen wir arbeiten, die neu dazukommen, die bilden natürlich auch so etwas wie eine Identitätskonstruktion für so ein Haus, für die Ausstrahlung, die man nachher entwickelt. Und man kann das vielleicht ganz gut auch am Beispiel von Nancy Graves nochmal so streifen als Thema, die ja schon auch wichtig ist für die Identität der Sammlung, aber lange vergessen gewesen ist. Interessanterweise war ja Nancy Graves die Künstlerin, von der die meisten Werke in der Sammlung Ludwig überhaupt existieren. Man denkt immer, das ist alleine die Pop-Art und so weiter. Man kann es im Moment in Köln wunderbar betrachten. Das ist sozusagen natürlich auch der Kern der Sammlung gewesen, aber Nancy Graves ist die Künstlerin, die mit den meisten Werken vertreten ist. Sie hatte in den 70er Jahren hier ihre allererste Ausstellung und ist dann aber letztlich sehr stark, also vor allen Dingen in Europa, sehr stark in Vergessenheit geraten. Und dadurch, dass man so eine Position nachher wieder aufnimmt, reagiert man natürlich auf den Zeitgeist auch wieder. Recherche, Dokumentation als Strategie, lauter solche Zusammenhänge. Und man entdeckt aber natürlich auch die Identität einer Künstlerpersönlichkeit wieder und weit nutzt man die natürlich auch. Ich will jetzt nicht sagen, wen nutzt, aber man nutzt sie, um nachher die Identität des Hauses auch wieder zu stärken. Ganz klar. Insofern ja, es wird es fast zu so einem Spiel über Identitäten, wenn man darüber so spricht. Man ist natürlich in einem Museum mit sehr vielen verschiedenen Identitäten konfrontiert und ist auch dazu aufgerufen, eine eigene letztlich zu kreieren, mit der dieses Haus, dieses Ludwig Forum in dem Fall, dann identifiziert wird. Und die, welche Rolle spielen die Porträts des Sammlers oder des Sammler-Ehepaars? Da gibt es ja auch etliche, also von den berühmtesten Künstlern eigentlich der damaligen Epoche. Ja, das ist ein unheimlich interessanter Bereich natürlich, weil das passt sicherlich auch hier zu Billy Childish sehr gut, die Ludwigs eben doch auch Traditionalisten waren, wenngleich sie unglaublich aufgeschlossen waren und das zugleich sozusagen, traditionalistisch modern, was irgendwie eigentlich ein Widerspruch ist, aber das waren sie sicherlich. Und dieser Traditionalismus hat aber auch dazu geführt, dass sie eben sehr klassisch sich immer wieder haben porträtieren lassen, von Andy Warhol, aber auch von Arno Breker, aber auch von Zielinski, einem russischen Künstler, von Boris Birger, auch einem sowjetischen Künstler. Jetzt bei dieser nächsten Ausstellung, die wir machen, diese Ostplatz-Ausstellung, versammeln wir viele dieser Porträts und machen tatsächlich eine Porträtgalerie, wo wir ausschließlich Peter und Irene Ludwig in einem Raum oder fast ausschließlich in einem Raum zeigen, um auch da sozusagen nochmal zu reflektieren, wie sind sie gesehen worden und wie wollten sie gesehen werden. Denn das ist sozusagen die Ambivalenz, die im Porträt da drin steckt, vor allen Dingen im Auftragsporträt. Es gibt ja auch quasi Porträts, die nicht in Auftrag gegeben worden sind, die aber quasi diese Rolle des Sammlers, des Sammler-Ehepaars konterkariert haben. In dem Sinn, wie von Hans Hake, gab es die Arbeit 1981 der Pralinenmeister und auch, was gab es noch? Es gab, ich glaube, der Hake ist der Wichtigste jetzt als einer, der so sehr kritisch porträtiert hat sozusagen. Ne? Aber gab es ja dann auch, es war ja noch zu Lebzeiten oder von dem Ehepaar Ludwig, was glaubst du, wie reagiert dann ein Sammlerpaar, wenn man quasi von sehr politisch engagierten Künstler, aber quasi als Pralinenmeister wieder so geerdet wird? Also für Peter Ludwig war das ganz einfach, der wollte das kaufen. Ja, sehr sportlich. Und Hans Hake wollte es nicht verkaufen. Ja. Das war ganz einfach. Und dann wurde natürlich sehr schnell unterstellt, ja, der wollte das kaufen, damit es irgendwo verschwindet. Das glaube ich aber nicht. Also das kann man nicht, dafür gibt es überhaupt keinen Beweis. Ich
wie hat er sich denn darstellen lassen? Ich finde, der ist in so einem Zwiespalt. Einerseits sind so gekaufte Porträtdarstellungen, da geht es ja immer um Überhöhung und Darstellung einer Machtposition. Jetzt war ja der Ludwig eher daran interessiert, als sensibler, feinnerviger Mensch dargestellt zu werden. Ist das irgendwo gelungen oder ging es gar nicht darum? Es ist jetzt schwierig, dass ich kein Medium bin. Was will ich ich weiß nicht, ob er, diese Beziehung zur Kunst, glaube ich, war eine sehr besondere, wo eine sehr große, von beiden eine sehr große Aufgeschlossenheit plötzlich da war, die sie vielleicht in anderen Bereichen ihres Lebens so nicht gelebt haben, meinetwegen als Chef der großen Firma oder so. Und ich kenne jetzt ad hoc kein Porträt, wo ich jetzt sagen würde, das zeigt ihn als Machtmenschen oder als besonders tatorientierte Person oder so. Diese Warhol-Porträts zum Beispiel sind ja in einer Reihe von anderen Warhol-Porträts zu lesen. Die sind relativ konventionell, denke ich, eigentlich vom Grundprinzip her. Das war auch die Idee dieser Porträts von Warhol damals. Das war eine Konterkarierung eigentlich dessen, was Porträt ist, weil man Porträt zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr gemacht hat. Dann gibt es diese sehr berühmten Porträts von Arno Breker, also in Stein gehauen, die natürlich damals unglaublich für Furore gesorgt haben und sehr negativ aufgefallen sind. Das steht für mich viel mehr noch in so einer Tradition, aber auch des rheinischen Kapitalismus, wenn man so möchte. Also den Breker haben auch andere, Gerling beispielsweise, andere rheinische Unternehmer sehr geschätzt und immer wieder auch gefördert. Und die Porträts selber sind aber sehr, wie soll ich sagen, nüchtern oder so. Also die sind jetzt nicht so typisch heroisch Breker-mäßig. Ja? Man reiht sich ja auch oder man holt sich ja diese Reputation auch durch den Künstler. Also der am Ende, der Künstler, der hat porträtiert. Und ich glaube auch, das ist eine ganz, eigentlich auch eine Strategie, seine Identität quasi zu veräußern. Aber dass man sich eben natürlich dadurch auch einreihen in diese Reihe von diesen quasi Persönlichkeiten, die Borger porträtiert hat. Er hat natürlich auch Leute wie Günter Sachs oder die auch alle porträtiert, und aber dann eben auch die Honorare. Genau, das war eine Strategie. Es gab so quasi diese Porträts von Rau oder Beuys, die wahrscheinlich ohne Honorar getippt worden sind. Und dann aber auch diese Sammlerporträts, wo er sich natürlich auch dem Markt ganz bewusst angewidert hat, und es aber auch die Sammlerschaft genommen hat. Könntest du den, oder Willi Scheidisch hat jetzt auch so vom Handwerk her quasi das auch drauf, Leute eigentlich sehr signifikant zu porträtieren. Wäre sowas möglich für Willi Scheidisch? Ich möchte noch mal kurz erinnern, also weil jetzt ist, wenn es um Identität oder Persönlichkeit geht, dann, also ich als Schauspieler habe damit ja dauernd zu tun, also damit, dass ich als Schauspieler eben halt eine Rolle einnehme und dann, wie immer man das jetzt nennen will, eine Identität oder Persönlichkeit, also weil, als Beispiel, ich finde zum Beispiel ganz, es hat mal diesen Film Der Untergang gegeben, wo Bruno Ganz Adolf Hitler dargestellt hat. Ich finde das ganz grauenhaft, ich finde das entsetzlich, was der da macht. Und ist ein Film, bei dem ich vor Lachen mich auf den Boden gerollt habe. Ich fand das urkomisch, was da passiert ist. Aber da ist ja sowas, dass eben halt versucht, ein Schauspieler eine Rolle einzunehmen. Etwas, woran, also was ja auch so mittlerweile in Frage gestellt wird, in Stücken in Frage gestellt wird oder eben halt in Frage gestellt wird durch Regisseure. Und mich interessiert einfach der Begriff der Identität oder der Persönlichkeit, wenn jetzt gerade hier gesagt wurde, von wegen
Billy Childish kann machen, was er will, weil er die und die Person ist oder die und die Persönlichkeit ist, da muss ich sagen, das verstehe ich nicht so hundertprozentig, weil es ist ja auch was zu tun hat mit dem, ja, Sie haben das eben gesagt, dass eine Identität ja auch entwickelt oder gebaut wird oder in einem Kontext entsteht, also bei Malern sowohl wie bei anderen Künstlern auch. Also das ist eine, aber das finde ich eine interessante Sache. Was ist denn eine Persönlichkeit und was ist eine Identität? Also man kann sie ja auch wechseln. Ja. Also, in dem Sinn gibt es da auch ein privates Rollenspiel, was möglich ist. Naja, sicher. Also das wird ja dauernd gemacht. Also ich glaube, dass wir alle verschiedene Identitäten oder Rollen einnehmen, unterschiedlichster Art und Weise. Und trotzdem wird ja, also so wie du es gerade gesagt hast, Gabriel, dass eben halt sagt man, ja, Billy Childish, das, was der malt, ist gar nicht so interessant, aber dass wir... dass er das macht als Billy Childish, das ist das, was du interessant findest daran. Oder habe ich das falsch verstanden? Das ist ganz genauso, aber wir waren ja bei Peter Ludwig. Was mich interessiert ist, wie stellt man den jetzt dar, wenn man den jetzt malen muss? Der ist ja eine Riesenpersönlichkeit, der sieht aber gar nicht wie ein Kunstsammler aus, sondern wie ein Metzgermeister oder irgendwas. Und da hätte mich schon sehr interessiert. Aber ich habe jetzt keine Vorstellung, wie der ideale Kunstsammler aussehen soll. Wie sieht ein Kunstsammler aus? Ich will